Das Wort hat die Kollegin Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Danke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir besprechen also heute zwei Berichte, ist schon gesagt worden, zum Thema Innovation. Der Bericht der Bundesregierung ist eine fette Datensammlung von mehr als 600 Seiten mit gelegentlichem Hang zum Schulterklopfen. Das Expertengutachten wiederum ist viel stärker problemorientiert, aber es ist in vielen Bereichen auch nicht wirklich innovativ. Viele Vorschläge des Expertengutachtens werden nämlich längst diskutiert und zum Teil ist auch die Umsetzung angegangen. Meine Hauptkritik an beiden Berichten besteht darin, dass Innovationsförderung abgekoppelt betrachtet wird von bereits vorhandenen Subventionen. Insbesondere Großunternehmen in der Bundesrepublik werden öffentlich unterstützt durch Forschungsprogramme, durch Lohnsubventionen, durch Entlastung bei Arbeitgeberanteilen zur Sozial- und Krankenversicherung und natürlich auch durch massive Steuersenkungen. Das sind 3- bis 4-stellige Milliardensummen, die in den letzten Jahren dadurch verloren gegangen sind, jedenfalls der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand ihrerseits finanziert also längst direkt und indirekt Kernaufgaben von Unternehmen. Und dennoch, so der Bericht der Expertenkommission, sind die Ergebnisse nicht befriedigend. Und die Expertenkommission sagt uns, ein Umdenken sei dringend notwendig. Die Linke wiederum sagt, sicherster Garant für Innovation ist ein qualifiziertes und ausfinanziertes öffentliches Bildungs- und Wissenschaftssystem. Innovationsschübe sind vor allem von Menschen zu erwarten, die immer wieder und immer weiter lernen. Menschen, die eine klare Berufsperspektive haben, existenzsichernde Einkommen beziehen, auch im qualifizierten und hochqualifizierten Bereich. Und das natürlich letztlich unter Arbeitsbedingungen, die Engagement und Kreativität herausfordern und fördern. Meine Damen und Herren, Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung, so das Expertengutachten, setzt neue Potenziale frei. Das ist nun als Feststellung auch nicht so neu und natürlich grüßt das Murmeltier längst aus der Furche. Und da geht noch ein weiterer Ministerinnengeburtstag ins Land. Aber das Gutachten bewertet unter dieser Prämisse die aktuelle Studienreform, auch bekannt unter dem Begriff Bologna-Reform. Und das Urteil des Gutachtens, Überschrift Bologna reicht nicht. Das heißt, das Gutachten gibt uns ein weiteres Alarmsignal. Und deshalb habe ich beschlossen, in meinem Redebeitrag mal die Reformziele durchzugehen. Immerhin hat die Ministerin vorhin ausdrücklich gesagt, man sei mit dem Bildungsstandort Deutschland doch ziemlich weit vorangekommen. Erstes Ziel der Bologna-Reform. Öffnung der Hochschulen, vor allem für Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien. Was sagt das Gutachten dazu? Ich zitiere: Erste Ergebnisse nähren diese Hoffnung nicht. Das heißt, soziale Auswahlmechanismen setzen sich also an den Hochschulen fort. Die Linke ist daher nicht nur gegen Studiengebühren, nein, wir wollen mittelfristig ein insgesamt harmonisiertes System der Bildungsförderung, das Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und natürlich auch Berufstätige zur Fortbildung ermutigt. Zweites Ziel der Bologna-Reform, Erhöhung der Zahl der Studienanfängerinnen, vor allem von Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Richtungen. Was sagt das Gutachten? Diese Erwartung wurde bislang enttäuscht. Ich finde, Interesse kann nicht früh genug geweckt werden und dazu bedarf es vielfältiger, individualisierter Angebote, insbesondere für Mädchen. Und ein G8-Abitur beispielsweise verengt eben das Zeitfenster für solche individualisierten Angebote. Drittes Ziel, Absenkung der Zahl der Studienabbrüche. Was sagt das Gutachten? Nicht spürbar reduziert. Sind immer Zitate, meine Damen und Herren. Nötig sind also im Vorfeld von Studienentscheidungen Vorbereitungs- und Beratungsangebote. Das Studium selber muss viel flexibler gestaltet werden. Und in anderen europäischen Ländern sind Teilzeitstudien überhaupt kein Thema mehr. Bei uns fällst du automatisch aus BAföG raus, wenn du ein Teilzeitstudium anstrebst. Es wird nicht anerkannt. Viertes Ziel. Senkung der Studienzeiten und Überarbeitung von Lehrinhalten. Verbesserung der Betreuungsrelation. Die Reform, so die Experten, ich zitiere wieder, wurde kaum für grundlegende inhaltliche und didaktische Änderungen genutzt. Anforderungen sind für Lehrende und Studierende unangemessen und unerfüllbar.
auch die Linke votiert, wie das Gutachten an dieser Stelle, ausdrücklich für die Mitgestaltung der Beteiligten, um nicht weiter am Studienalltag vorbei zu reformieren. Für eine bessere Qualität des Studiums sind am Ende eben auch mehr Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten entscheidend. Und dafür brauchen Hochschulen natürlich mehr Freiräume bei der Ausgestaltung und Festlegung der Dauer beispielsweise von neuen Studiengängen in Prüfungs- oder eben in Studienordnungen. Fünftes Ziel der Reform: Abbau von Hindernissen, die einen Wechsel zwischen Hochschulen in Deutschland und dem Ausland erschweren. Bisher, ich zitiere wieder das Gutachten, gibt es jedoch keine deutliche Erhöhung des Ausländeranteils. Selbst in Masterprogrammen nimmt diese Zahl seit 2001 deutlich ab. Daraus folgt, meine Damen und Herren, Studienleistungen müssen großzügig gegenseitig anerkannt werden und die Finanzierung von Auslandsaufenthalten von deutschen Studierenden muss ausgebaut werden. Meine Damen und Herren, es war vorhin schon gesagt worden, derzeit laufen zahlreiche Aktionen, auf denen es um mehr und bessere Bildung geht. Am Wollen seitens der Studierenden und der Schüler und Schülerinnen mangelt es offensichtlich nicht. Das Gutachten titelt Bologna-Reform reformieren, aber ohne verbindliche Zusagen ist dieses Ziel nicht reformierbar. Das ist die klare Botschaft dieses Gutachtens. Deshalb sagen wir auch, und Frau Hein hat das in Bezug aufs Kooperationsverbot bereits vorhin erläutert, stehen Bund und Länder in der Pflicht, etwas gemeinsam zu unternehmen. Wenn der Bologna-Prozess die Hochschulen nicht als Kerne des deutschen Innovationssystems stärkt, werden auch noch so ausgeklügelte Unternehmensförderungen diesen Verlust nicht wettmachen. Innovationskraft, meine Damen und Herren, gewinnt aus solch einer Reform allemal mehr Schub, weil wissenschaftlich kompetente, inspirierte, kreative Menschen eben am Ende eben auch mehr Dynamik und mehr Energien freisetzen. Dankeschön.